Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Ganz genau. Falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, ich empfehle es euch natürlich direkt abzuchecken, denn wir wurden von König Olli, der ein Schloss entführt hat, in einen Wald geworfen, haben dann einem depressiven Baumstumpf geholfen, wieder zu wachsen und haben dann die krassesten Dance-Moves aller Zeiten erlebt. Reden wir nicht drüber. Es war wunderschön und da ist ein Toad. Dem kann ich doch bestimmt helfen. Wir ziehen dich doch mal raus. Oh, danke dir. Ich wollte eigentlich ein bisschen Feuerholz hacken. Ja, genau. Wir waren mal Bäume. Also, Entschuldigung. Wir waren mal Bäume, aber fühl dich nicht schlecht für uns. Wenn wir verbrennen und zu Asche werden, werden wir wieder neu geboren. Hey, das ist mega cool, dass diese legit diese Bäume, die zerhackt werden, einfach richtig cool damit umgehen, dass sie wieder einfach neu gefalten werden. Dass sie einfach wieder neu wachsen werden. Haben wir wieder genug? Ja. Okay. Hier eben. Zünd mich an. Wir müssen brennen. Kontext, sage ich, wie es ist. Da ist ein Goomba! Gehen wir doch direkt in den Kampf hinein. Bisschen Damage gemacht. Oh nein, es sind wieder Stacheltypen. Oh, jetzt wird's schon schwer, Leute. Schaffe ich das überhaupt? Boah, fast. War knapp. Ja, ihr wisst Bescheid. Noch ist das Ganze halt einfach viel zu easy. Den können wir halt immer noch kein Damage machen. Aber den Kollegen hier dafür umso mehr mit dem Hammer. Und da kriege ich jetzt auch das Excellent-Timing. Oh mein Gott, haben viele überlebt. Ah, nicht gut. Oha. Nein, ich will die doch nicht so ableinen. Ich kann dem hinteren halt einfach keinen Damage machen. Aber trotzdem alles exzellent. Das ist wichtig. Oh, die machen so gut Damage. Und die stehen natürlich direkt vor mir. So, mit dem Hammer, mit dem Hammer. Sonst machen wir denen kein Damage. Und jetzt müssen wir auch noch ein gutes Ding hinbekommen, sonst überleben die einfach. Okay. Hätte auch tatsächlich schief gehen können. Ein paar Boni bekommen ist doch schön. Boah, die Kämpfe sind echt heavy. So, da ist noch ein Toad drin, ne? Für die Rettung. Ich habe für eine helfende Hand gehofft und den helfenden Hammer bekommen. Die Welt ist so voller Überraschungen. Baba! Ja, das ist lustig, weil ich habe ihn mit dem Hammer geschlagen. Da unten drunter liegt ein Toad, für den wir kämpfen müssen. Und ich finde das auch gerechtfertigt. So, wir machen natürlich wieder den standardmäßigen Erstangriff, der halt viel zu wenig Damage macht, aber trotzdem. Und es sind nur normale Gumbarinos. Ich verstehe den Kontext. Halt in die Richtung. Aber schwer war das jetzt auch nicht, oder? By the way, ich versuche natürlich immer wieder so ein, zwei Kämpfe in jeder Folge drin zu lassen. Und auch ein paar rauszuschneiden. Einfach weil, wie ihr merkt, die Kämpfe sind anfangs noch sehr eintönig. Aber ja, das ist ein unnötiger Side-Factor einfach. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Wir kriegen den Clear-Bonus, Puzzle-Complete-Bonus, No-Damage-Bonus, richtig viele Coins, die wir alle hoffentlich niemals brauchen werden. So. Papa, du hast mich schon wieder gerettet und du liest meine Nachricht gar nicht vor. Genau das tue ich nicht. Weil es gibt von diesen Toads, die wir nicht alle machen werden, 800 Stück im gesamten Spiel. Es sind nicht so viele Crocs. Nicht so viel wie die Crocs, aber trotzdem halt einfach viel zu viel so. Deswegen machen wir den entspannten Modus, nehmen so viele mit, wie wir können natürlich, aber ich werde nicht explizit danach suchen. Wie zum Beispiel der hier. Den kann ich mich dran erinnern, weil ich fand dieses Secret einfach cool. Ja. Baba, danke für die Rettung! So, fertig. Hier hinten sehe ich was. Ein weiterer Toad, den wir befreien können. Oh, du hast jetzt einen imaginären Freund, das ist ja schön für dich. Ja, ich muss nur X drücken und kann mit einem echten Freund reden. Ist doch krass.
Kann ich dir helfen? Der Tod, der hier wohnt, ist gerade nicht zu Hause. Wenn wir den Tod retten, kann man dann in dieses Haus rein? Ich wollte mich extra an die Kante stellen und dann Konfetti werfen, aber ich mach's einfach von hier. Hätten sich nämlich einen Block und Blöcke, möchte ich eigentlich viele mitnehmen. Auch wenn es davon, wie ihr wisst, auch Unsichtbare gibt. Wo wir dann nicht erlohnen werden. Oh, Heilung. Ihr glaubt nicht, wie wichtig die Heilung ist. So, hier kommen wir wieder rüber. Und noch ein paar Schnipsel. Haben wir tatsächlich ganz nötig. Ganz gut nötig. Oh, da steckt noch einer. Ja, den nehmen wir jetzt noch mit. Komm. Wenn wir schon dabei sind. So, also, ganz kurz Info. Weil ich habe in den ersten zwei Parts, glaube ich, nicht so viel darüber geredet. Ich steuere die 30 Minuten pro Part ungefähr an. Und versuche relativ straightforward zu gehen. Weil, wie gesagt, das einfach ein super immens langes Projekt ist. Und, ja. Ist unfassbar. Bei irgendeinem Schild ist ein Toad, das weiß ich. Ich weiß nicht, bei welchem Schild. So, steppen wir mal hier durch. Hier geht's doch nach Toad Town, richtig? Ich weiß es nicht, könnte sein. Es speichert erstmal, das ist gut zu wissen. Und! Hallo? Abgestürzt. Nein. Toad Town! Schön, schön, schön. Da wird hier erstmal das Loch konfettiert. Oh, ich sehe da rechts hier schon wieder Kollegen Goomba auf uns warten. Ja, rein da. Oh, schade. Oh, frischer Papieralarm. Lass ihn uns folgen. Wave Battle. Lass ich auch noch drinne. Weil die sind immer ganz interesting. Oh ja, sowieso. Weil Olivia möchte uns natürlich wieder spannende Dinge erklären. Wir können nämlich nicht nur die Ringe drehen, sondern auch schieben. Was das genau bedeutet, das zeige ich euch, wenn Olivia fertig ist hier mit Talken. Das heißt, wir können einfach diesen Goomba nach oben schieben und die anderen kommen dann nach unten. Ich zeige es euch. Sliding heißt das Ganze. Das ist ja auch schön zu wissen. Genau, da können wir wechseln. So. Und ich glaube, ihr habt direkt verstanden, wie das Ganze jetzt funktioniert. Genau. Und jetzt können wir schieben in eine Richtung. So oder so halt. Alle in eine Reihe bringen. Und natürlich den 1,5er-Bonus mitnehmen. Das ist mega entspannt. Ihr merkt schon, wenn man jetzt drehen und schieben kombiniert, kann das Ganze auch ein bisschen schwerer werden. Und ja, das wird's auch. Boah, wie soll ich das nur schaffen? Es tut mir leid. Es ist wirklich zu einfach manchmal. Sorry. Da rege ich mich drüber auf, aber ihr müsst bedenken, es ist halt, um es zu erklären. Und ja, wir akzeptieren das Ganze, machen das hier, sind fertig mit dem Kampf. So muss das doch. 526 Coins mitgenommen. Und eine Pilz. Ey, wir sind gerettet. Dankeschön. Waren das diese Goombas, die uns gekidnappt haben? Und wo wollten sie uns hinbringen? Waren das überhaupt Goombas? Die sahen so komisch gefalten aus. Naja, gerettet bei Mario. Ist schon ein bisschen peinlich, aber wir sollten vielleicht einige Dinge überdenken. Ja, ist gut. Reicht doch schon. Okay, lasst uns einen Stack bilden und weglaufen. Random. Es sieht so aus, als würde mein Bruder wirklich alle dieser Papierleute in Fallschergen verwandeln wollen. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. So, einmal Heilung, ganz wichtig. Und ein weiterer Pilz und ein Loch. Direkt mit einem Mal schon gestopft. So, wieder ein, zwei Schnipselchens mitnehmen. Okay, hier gibt es sehr, sehr wenige. Moin, ihr riesen 3D-Goombas. Sass. Ein weiterer Block, den wir nehmen können. Schön, schön, schön. Eine 100er-Coin war da drin, ne? Zum Frühstück. Coins. Gerne wieder. Hier hat einfach die Animation ein bisschen gefehlt. Passiert, aber das soll uns natürlich nicht aufhalten. Oh, Guys, seht ihr das? Da vorne sind die ersten Custom Toads.
Geist, Geist, ich komme gleich zu euch. Der hat einen Speer. Oh mein Gott, wie krass. Geist, da gehen wir gleich direkt hin. Ist da ein Loch? Nein. Ich sehe es selber nicht richtig, weil irgend so ein Depp da unten in der Ecke... Hallo? Versperrt uns die Sicht. Okay. Du siehst aus, als wärst du ein Tod. Nein. Oh. Da fehlt noch eine geknickte Animation. Ist egal, ich will trotzdem guten Tag sagen. Das Leben von einem Dorfguard ist ziemlich hart. Aber wir machen den Job mit Ehre. Das will ich doch hoffen. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendjemand. Da ist Toadette gewesen, wie krass. Oh, schau mal. Da ist ein richtig großer leerer Spot. Das heißt, mein Bruder muss irgendwo hier sein. Das ist gar nicht gut. Warte mal, hier ist ja wirklich jemand. Spielen mir meine Augen einen Trick oder ist diese Kreatur wirklich, wirklich riesig, zu groß, um real zu sein? Und was macht sie mit dem Haus? Es ist das Haus? Ja, also guten Appetit. Das ist schon auch irgendwie eklig so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie weird das schmecken muss. Dieses Macho-Papier, es macht überall die Löcher rein, die wir gesehen haben. Warte, schau mal, das Ding an seinem Rücken. Das ist ein Aufkleber mit dem Gesicht meines Bruders drauf. Das heißt, mein Bruder kontrolliert dieses Ding irgendwie. Das heißt, vielleicht ist das irgendwie der Schwachpunkt. Vielleicht solltest du da mal mit deinem Hammer draufhauen. Ja, vielleicht sollte ich das. Alles klar. Okay. Oh mein Gott. Ach, Damage? Das ist jetzt nicht gerade wenig, oder? Ja, das ist der Trick. Gut. Das ist der Schwachpunkt dieses... Ich glaube, die heißen Pappmacho. Pappmacho-Soldaten. Das Siegel meines Bruders. Und was machen wir hier? Ich bin total excited. So, es wird richtig cool. Wir sollten zu Peach's Castle kommen. Schließlich liegt da ja die Mütze von Luigi, die wir im letzten Part gesehen haben. Da sollten wir auf jeden Fall hingehen. Behalte deinen Hammer immer bei dir. Es sind noch mehr Monster hier unterwegs. Wer bist du denn? Ah, dieser Platz war mal richtig krass hier für Business. Und für das Origami-Festival. Ich habe keine Ahnung, was Bastel heißt. Kann ich... Der sieht so aus, als hätte ich mit ihm interagieren können. Ist ja auch egal. So. Das Loch wird gestopft. Ich kann hier auch direkt mal reinschauen. Toadtown ist nämlich ziemlich groß. Ich möchte ja nichts andeuten, aber war das immer schon hier? Das sieht aus, als wäre das ein komplett neues Zimmer. Toadtown ist ein bisschen kaputt. Pappmachos Monster beherrschen die Stadt. Ich bin geflohen. Lang lebe die Prinzessin. Okay. Das ist ein neuer Raum. Ich kenne den nicht. Ist der Custom? Gibt es Custom-Räume? Das ist das Einzige, was ich euch tatsächlich nicht sagen kann. Ob es Custom-Räume gibt. Ja, Toadtown ist tatsächlich sehr, sehr riesig. War da hinten im Hintergarten nicht gerade ein Pappmacho-Typ? Ich bin scared. Ja, war er. Hier. Oh, aber eine Schatztruhe. Let's go. Was befindet sich da drin? Der Lautsprecher vom Camp. Cool, cool, cool. Das ist alles, was hier gibt? Okay, ja, dann wieder raus. Das ist Anführungszeichen so unnötig. Wie viel heilt eigentlich so ein Pilz? 10 HP. Ah, ich bin gewillt, so einen zu nehmen schon eigentlich. Aber erstmal schauen, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Das Game ist so episch. Guys, seht ihr dieses Gesicht auf dem Haus? Das ist der, ist ein weiterer Custom-NPC. Rein da! Oh, das scheint verschlossen zu sein. Der Accessoire-Shop. Der ist aber zu. Ja, will ich nicht wissen. Ist mir relativ egal, was du sagst. Tide-Character brauchen wir nicht. Hier geht's rein. In eine wunderbare Röhre. Und auf einmal sind wir hinten. Oh nein! Die
Brücke ist ja kaputt. Wie sollen wir bloß darüber kommen? Es sieht nicht aus, als könnten wir darüber springen. Ja, aber ich sehe da eine grüne Röhre, mit der wir vielleicht hinkommen. Und wir haben uns gerade ziemlich weit weg teleportiert. Wir gehen nochmal zurück, um uns natürlich Toadtown anzugucken. Hier ist zum Beispiel noch ein verschlossenes Ding. Ja, yeah, einmal abreißen, einmal durchgehen, um zu gucken, wo es mich hinführt natürlich. Ist das schon zum Castle? Nein. Das führt mich hier hin. Oh, aber hier können wir ja mal ganz viele Coins mitnehmen. Und weg hier. Ich will wissen, wo dieser komische Typ ist, dieser Custom-NPC. Aber wir werden ihn bestimmt noch finden. Da hat der Typ einen Toad im Mund? Ich rette dich, da bin ich schon unterwegs. Ja, yeah, zack, hier, wahoo, ha, hu, wahoo. Ich komm und hey, rette dich, du musst nicht nach mir schreien. Komm doch schon. Boah, ich bin wirklich legit so gehypt auf alles, was noch kommt. Okay, ich wollte eher gucken, ob hier ein Toad drin ist. Oh, wir kommen nicht raus und der Clou ist, dass wir hier diese... Und dann durchs Fenster wahrscheinlich. Ja, okay, das war der Clou. Okay, sorry. Ich war halt mal wieder zu schnell, Entschuldigung. Eingang zurück. Na, komm du nur her, Kollege. Der ist einfach weggeflogen. Ein Shy Guy? Ich wollte dich eigentlich nicht retten. Aber, ja, also, könntest du... also, wenn irgendwer den größten Goomba der Welt besiegen kann, dann ist es Mario natürlich. Ja. Genau. Dafür bin ich doch gerne hier zu haben. So. Ja, wir gehen hier lang. Oh mein, ja, natürlich. Blöcke will ich nicht. Oh. Wollte doch eigentlich gar nicht durch die Tür. Egal, jetzt gucken wir aber schon hier rein. Der Shark ist mehr als das. Ey, geh weg, du Pappmaché-Monster. Oh, oh, du bist... Danke, dass du uns vorher gerettet hast. Ah, ein Herz. Letzo, vielen Dank. Habe ich tatsächlich nötig. Es wird kritisch, es wird kritisch. Ist der Pappmaché-Goomba immer noch hier... Ja, komm her, Kollege. Ja. Ganz konzentriert bleiben wir. Noch mehr Heilung. Ich will eigentlich hier nach oben hüpfen. Superpilz. Wieso ist der blau? Wo bin ich gerade runtergefahren? Da ist ein Loch. Boah, das ist fies. Weil das fällt gar nicht auf. Lol. Finde ich cool. Auch wenn ich dadurch jetzt natürlich Damage genommen habe. Wie kommt man dahin zu diesem Toad mit dem Bart? Sieht schön aus. Oh, ich weiß wie. Da. Wieso dreht sich das Hausdach hier? Erzähl es niemanden. Aber ich bin so ein Magnet für Hipster. Okay. Wir bekommen eine Fackel. Ihr merkt schon, jedes Item im Spiel ist so ein Schatz und das ist ganz schlimm. Wir können hier rechts aber weiter, habe ich gesehen. Wo führt uns das nur hin? Hier hin, zum Speicherblock. Oh ja, die Bank. Oh, da können wir uns heilen, richtig. Die Heilung haben wir nötig, okay? Ha, es ist schwer zu relaxen, wenn man weiß, dass Pappmaché-Goombas die ganze Welt kaputt machen. Das ist richtig. Hier sind zwei Hämmer drauf, das sieht wichtig aus. Ist abgeschlossen. Da brauchen wir noch nicht reingehen, da weiß ich, dass es noch funktioniert. Oh, er würde in die Pipe gehen, aber er ist zu short. Ja, dann gehen wir da doch rein und gucken, wo wir rauskommen. Oh, okay, ist geblockt. Entschuldigung. Was gibt's hier? Auch abgeschlossen. Alles abgeschlossen hier. Was ist denn das? Oh, aber der Block hier, der ist nicht abgeschlossen. Der gibt uns 100 Coins.
Apropos 100 Coins und Collectibles, wir brauchen wieder ein bisschen... Wichtig. Oh mein Gott. Wichtig, wir brauchen wieder Schnipsel. So, da rechts oben waren wir ja gerade eben. So, da, wo wir die Kisten kaputt gemacht haben, falls ihr euch noch erinnert, vor 2 Minuten oder so. So, hier geht's rein. Und hier geht's auch runter. Ein Palmaton! Einfach so. Gibt's nichts Schöneres als eine frische Ozeanbrise. Ich brauche auf jeden Fall ein Boot. Sorry, dass ich dich verpasst habe. Ich bin auf der Herbsthöhe. Bis die Winde so weit weg sind. Mit freundlichen Grüßen, Schiffsfahrer Toad. Keine Ahnung, ob der so heißt. Sea Toad. Aber wird schon stimmen. Was gibt's hier? Sehr viele 100er Coins. Da ist jemand drin. Das seht ihr nicht, weil ich davor sitze. Ich zieh den mal raus. Ein Spike! Oh, du bist es nur. Ich dachte, es sei einer dieser Faltwesen. Oh, hier ist ein Block. Damit wir da hoch können. Ja. Zu den 100er Coins. Wichtig und richtig. Wunder, Wunder. Boah. Dann gehen wir mal hier lang. Hier weiß ich noch, hier war in meinem Stream-Projekt einfach die Grafikkarte überhitzt. Und wir mussten eine Pause machen. Hier geht's nicht für uns weiter. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Speichern ist immer eine gute Idee. Oh, hier ist so ein Pappmacho-Kollege. Ja. Wundervoll. Ja, das ist wichtig. Oh, da ist ein Sniffit drin. Ja, bleib runter. Was willst du denn? Ich versuche mich hier nur zu verstecken, Mann. Ich sollte vielleicht ein bisschen Sachen verkaufen, wenn ich mich hier schon verstecke. Der erste ist free. Oh ja. Man läuft schneller. Man läuft langsamer. Wir nehmen den Rabbit Espresso. Jetzt sind wir schneller? Oh ja, wirklich? Wie cool ist das denn? Wie lange? Oh, schon eine Zeit? Für immer jetzt? Oh, oh. Okay, cool. Oh, die Faltarme. Stimmt, das ist die Szene aus dem Trailer sogar. Ja, lost an der Stelle. Zack. Genau, um nach da oben zu kommen nämlich. Richtig, richtig. Wir können nämlich hier auf das Kaffeehäuschen hinauf und dann hier mit Jump'n'Run rüber. Und hier sogar was wegreißen. Yeah! Schön, schön, schön. Was gibt's hier drin? Spannendes? Oh, ist sogar verschlossen. Da kümmern wir uns doch erstmal um diesen Pappmacho-Kollegen. So. Das müssen wir immer mit aller Ruhe angehen. Gar kein Stress. Oh! Da ist sogar immer drin, ein weiterer Sniffit. Ja, also, ich bin ein Sniffit und ich war derjenige, der inside, also der in diesem Goomba drinne war. Ist ja auch egal, nimm das hier, danke, dass du mich gerettet hast. Ein weiterer Minischatz, ist doch schön, Schatzminis heißen die. Genau, wichtig. Ja, also, Guys, ich werde euch das nicht alles vorlesen. Das ist halt auch nur so Side-Info. Ich glaube auch niemanden von euch interessiert das wirklich. Und wenn es jemanden gibt, den das wirklich interessiert, dann ist gut. Und Olivia sagt uns jetzt gerade, dass es ruhiger ist und dass wir gerade alle Pappmachos besiegt haben. Ja, also, wir machen hier den ganz, ganz entspannten Modus. Da hinten steht ein Sniffit, also da war gerade einer. Es ist so warm heute. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so warm ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Das Bild ist auf jeden Fall custom. Aber hier gibt es sonst auch nichts. Kann ich den Kühlschrank irgendwie öffnen? Nee. Der Block ist ein bisschen sass. Yeah.
Weil ich nicht weiß, wie man da... Vielleicht weiß ich doch, wie man da drankommt. Das sieht nämlich so aus, als könnte man hier hoch und dann nach da rechts, aber scheinbar auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht! Aber wir können nach hier links laufen. Ist das ein Custom Toad? Ja, das ist ein Custom Toad, der hat wieder ein Schnurrbart. Sorry, Kollege. Das dauert eine Weile, bis die Brücke wieder repariert ist. Baba! Das ist doch gar kein Problem. Helfen wir ihm doch mal, Irsa. Hey, danke dafür. Ich kann dir ein bisschen Informationen geben. Ich versuche, zu Peach Schloss zu kommen. Das ist schön. Okay, das kriegen wir nicht auf. Oh, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass du einen Special Haken brauchst, um das zu öffnen. Mein Freund da drüben, der hat einen, der rote Shy Guy. Welcher rote Shy Guy? Ich schätze einfach mal, damit ist dieser rote Shy Guy gemeint, weil das der einzige, an den ich mich erinnern kann. Ja, also ich bin hier und dann, also ist irgendwas was passiert und der rote Shy Guy da oben, danke Mario, dass du also irgendwas gemacht hast und, warte, du bist rot, wie der andere, und du bist ziemlich freundlich, hast du dieses Ding, was wir brauchen, um diesen Kanaldeckel zu öffnen? Keine Ahnung, von was ihr redet, aber ich habe diesen Haken, nicht mehr. Der ist irgendwo in diesem roten Gebäude, ganz am anderen Ende der Stadt, am Wasser. Da habe ich ihn liegen gelassen. Oh, danke. Sollten wir das nicht auschecken, Mario? Aber natürlich. Das Rote war doch dieses Gebäude, wo ich dachte, da wäre was, aber da war nichts. Schauen wir da auch direkt mal nach. Hier drinne irgendwo. Oh. Oh, der Hammer ist richtig krass. Der kann alles wackeln lassen. Hat sich diese Box etwa gerade bewegt? Welche? Ich dachte, die da oben, weil die so sus aussieht. Aber es ist die hier, oder? Jetzt ist sie runtergefallen. Ja, da sind Faltarme drin. Das war nicht das, was ich wollte. Aber okay. Da. Zack. Einfach eine Tür dahinter? Ja, durch da, hä? Oh. Aber die Gegner sind direkt down. So, hier ist ein Block. Eine 100er Coin. Das hier sieht wieder ein bisschen sus aus, ist aber nichts weiter. Dann schieben wir es mal wieder dahin. Ach, da oben ist es ja. Seht ihr das an der Kiste? Ich glaube, das sollte es sein. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Doch, safe. Ein Pilz und den Haken. Ein Haken, um den Graffiti-Untergrund in Toadtown zu erreichen. Ja, das ist doch schön, oder nicht? Let's go. Lass uns da doch direkt hingehen. Wir müssen da jetzt nur noch hinlaufen, oder? Frag mich eigentlich, was es mit der Brücke auf sich hat. Die sieht ja nicht so aus, als wäre sie kaputt. Weird. Waren wir hier unten eigentlich drinne? Nein, waren wir nicht, oder? Es tut mir leid, habe ich vollkommen vergessen. Cool. Ja, das war mal wieder einer der unnötigsten und langweiligsten Kämpfe. Es war halt ein Standardkampf. Bitte nicht noch einer. Nee. Schnipsel. Und ein Herz sogar. Aber wir sind full heal, das ist schön. Aber hierfür brauchen wir die Schnipsel. Da ist nämlich ein Loch drinne. Die Lampe sieht sass aus. Oh ja, die bewegt sich, oder könnte ein Toad drin sein. Aber ist nicht. Diese Toads sind nämlich überall. In allem, was man sich vorstellt. Custom Toad. Alle sind Custom. Oh, aber mit dir können wir gar nicht reden. Drück A, es passiert nichts. Dann halt nicht. Ah, da drüben müssen wir irgendwie hinkommen und dann was aufmachen. Okay. Schade, dass wir mit ihr nicht reden können. Warte, aber wie kommt man denn nach da oben zu der Kiste? Ich weiß es nicht. Aber hier oben war doch zu. War das nicht so, dass hier zu war? Ja. Deswegen. Keine Ahnung. Und wie wir zu ihm da hinten kommen sollen, weiß ich auch noch nicht. Ah, doch, ich weiß es. Hier lang. Na, sieh mal einer an. Alles gut, Kollege. Ich befreie dich direkt wieder. Oh, diese Riesen-Gumbas, die sie hier überall sind.
Die haben es geschafft, dass die Toads alle verschwinden. Ich habe so komische, laute Geräusche aus Peach's Castle gehört. Was passiert da drin nur? Aktuell gar nichts mehr, weil das Schloss halt einfach nicht mehr da ist. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? So, jetzt können wir aber hier hin, oder? Und dann hier mit dem Haken das aufmachen. Ganz genau. Genau, und da können wir dann runter. Aber Guys, das machen wir erst beim nächsten Mal. Guys, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, einen wunderschönen guten Tag noch. Ciao, ciao, Leute.